Schön, euch zu sehen, alle. Schön, dass ihr da seid. Und alle, die zu Hause zugucken. Hallo. Okay. David sagt zu Gott, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das Wort ist ein Wasserbad. Das ist so ein wunderbares Bild, was Paulus uns gibt, wo es um die Ehe geht, um Mann und Frau und wie ein Mann seine Frau lieben soll. Und er zeigt uns Christus als Vorbild und sagt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat und sie reinigt im Wasserbad des Wortes. Also wir lassen das Wasser jetzt einlaufen und begeben uns schön hinein in dieses Wasserbad. Wir lassen uns erleuchten durch das Licht Gottes, das Wort, was das Licht auf unserem Weg ist. Und das ist so wunderbar. Das Wort ist so tief, so reich und gerade in, ja, jetzt irgendwie ist es so, zweite Buch Mose, die wunderbare Geschichte von, ja, wie Mose dem Herrn begegnet ist, das erste Mal eigentlich in seinem Leben wahrscheinlich. Auf eine tiefe Art und Weise, wie er ihn vorher wahrscheinlich nie erlebt, erfahren hat. Und das hat ihn so bewegt. Und wir sehen ihn ja mit seinen ganzen Schwächen, mit seinen ganzen Zweifeln, mit seinen Selbstzweifeln, mit seinen Zweifeln an Gott, an seiner Berufung, an seiner Macht, seiner Angst, seinem Hin und Her lavieren. Und gleichzeitig sehen wir, wie Gott mit ihm umgeht, wie mit einem Freund. Und es ist so wunderbar, diese Offenbarung Gottes, dass Gott sich so offenbart. Gott hat sich so Mose offenbart und er hat ihm auch geholfen, diese Dinge später aufzuschreiben, sodass wir sie lesen können, dass wir einen Einblick bekommen in das Wesen Gottes, in den Charakter Gottes, der langmütig ist, barmherzig, gnädig, der von Leidenschaft erfüllt ist für die versklavten und geknechteten Kinder des Volkes Israels. Und ja, wir wollen jetzt hier weiterlesen. Wir haben gesehen, dass Mose ein demütiger Mann war. Es gibt eine diese wunderbare Stelle im vierten Buch Mose, Kapitel 12, wo Mose sagt, Mose war aber der demütigste Mann auf Erden. Und dieses Wort, demütig, bedeutet aber etwas anderes. Es bedeutet gleichzeitig auch erniedrigt, gedemütigt. Mose war nicht stolz, nicht überheblich, nicht anmaßend in dieser Situation am Dornbusch, sondern er war gedemütigt. Gott hat ihn gedemütigt. Er hat ihn Demut gelehrt, sodass er nicht stolz und überheblich auf den Auftrag, auf den Ruf Gottes reagiert hat, sondern in Demut, in Zerbrochenheit. Und das war auch Gottes Ziel. Gott braucht keine stolzen, überheblichen, anmaßenden Menschen, die meinen, sie können Gott irgendwie helfen. Gott braucht einfach ein Werkzeug, das sich zur Verfügung stellt und sagt, Herr, hier bin ich, nimm mich. Ich kann es zwar nicht, ich kann nichts, ich kann nicht reden. Wie soll ich da ein Prophet werden? Aber du kannst es machen. Und so ist Mose dann tatsächlich gegangen. In Vers 18 von Kapitel 4, nachdem er
lange mit dem Herrn gesprochen hat oder der Herr mit ihm gesprochen hat und am Ende seine Demut sich gesteigert hat in falsche Demut. Es gibt echte Demut und falsche Demut. Falsche Demut zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht wirklich demütig ist. Echte Demut ist ein Zerbrochensein, ein Wissen um die eigene Schwäche und Fehlbarkeit, aber ein tiefer Glaube, eine tiefe Zuversicht in die Macht Gottes, in die Stärke und Kraft. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Mir ist alles unmöglich, aber dem Herrn ist nichts unmöglich. Das ist die wahre Demut. Und deswegen wird Gott am Ende zornig, weil Mose nicht anerkennt, dass Gott nichts unmöglich ist, weil er sich versucht rauszulavieren. Und er sagt, okay, gut, dann werde ich dir deinem Bruder Aaron noch zur Seite stellen. Vers 18 lesen wir weiter. Darauf ging Mose hin. Gott hatte ihm gesagt, geh hin und jetzt endlich gehorcht er und geht hin. Darauf ging Mose hin und kehrte zu seinem Schwiegervater Jitro zurück und sagte zu ihm, ich möchte gern gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Und Jitro sagte zu Mose, geh hin in Frieden. Ein interessanter Vers. Gott, der Herr des Himmels und der Erde, ist Mose begegnet und hat ihn beauftragt, loszuziehen und sein Volk aus Ägypten zu retten. Er sollte zum Pharao gehen, zum König von Ägypten. Aber was macht Mose? Er geht zu seinem Schwiegervater und bittet um Erlaubnis, nach Ägypten zu gehen. Man sieht seine Demut hier, die echte Demut. Die Demut, die anerkennt, dass es eine Ordnung gibt. Jitro war der Priester von Midian. Er war dorthin gekommen und ist dort aufgenommen worden. Und wie wir in 2. Mose 3 gelesen haben, hütete er die Schafe seines Schwiegervaters Jitro. Sein Schwiegervater war ein mächtiger, ein starker, ein einflussreicher und ein reicher Mann. Aber Mose war es nicht. Er war der Schwiegersohn. Er hat hineingeheiratet in die Familie. Das heißt aber nicht, dass er eine hohe Position innehatte. Nein, er hat seinem Schwiegervater gedient. Er hat seine Schafe gehütet. Er war ihm untergeordnet. Und so fragt er ihn, bittet er ihn, dass er nach Ägypten ziehen darf, dass er seinen Job als Hirte an den Nagel hängen darf, dass er, das steht hier jetzt nicht im Text, aber danach steht es, dass er seine Frau und seine Kinder mitgenommen hat. Wahrscheinlich auch hat er den Schwiegervater gefragt, ich möchte auch losziehen, um mit deiner Tochter, mit meiner Frau, mit deiner Tochter zusammen. Wir wollen gemeinsam losziehen nach Ägypten und ich will nach meinen Brüdern schauen. Ich will sehen, ob sie noch am Leben sind. Ich will einen Verwandtschaftsbesuch machen. Jetzt könnte man sagen, ist das nicht hier eine Lüge? Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, das Volk Israel aus Ägypten herauszuretten. Und Mose sagt seinem Schwiegervater einfach nur, naja, ich will die Verwandten besuchen. Es ist natürlich keine Lüge. Es ist die Wahrheit. Aber es gibt Dinge, und gerade wenn es um einen Auftrag von Gott geht, eine Berufung von Gott geht, im Gegensatz zu dem, wie wir das heute oft erleben, wie wir das heute
in der christlichen Szene oft erleben. Wenn da jemand sich berufen fühlt, dann plakatiert er das überall. Dann macht er das überall öffentlich, dass er Prophet ist, dass er Apostel ist, dass er einen großen Auftrag vom Herrn hat. Mose geht damit nicht hausieren. Er bleibt auf dem Teppich, er bleibt demütig. Wie gesagt, es ist ja auch nicht unbedingt so, dass er jetzt so begeistert davon. Er weiß, was das bedeuten wird alles. Gott hat es ihm ja gezeigt, wie schwierig dieser Auftrag sein wird. Vielleicht ist es auch klug. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, als er sie ausgesandt hat, als Apostel, als Gesandte, seid klug wie die Schlangen, ohne Falsch wie die Tauben. So sehe ich Mose hier. Er ist ohne Falsch. Er lügt hier nichts vor, aber er hält bestimmte Dinge zurück. Es ist ein bisschen auch so wie Nehemia. Nehemia hatte eine große Last auf dem Herzen. Er hat das zerstörte Jerusalem, vom zerstörten Jerusalem gehört, seine Heimatstadt. Und es hat ihm wehgetan, im Herzen davon zu hören. Er hat darüber geweint und geklagt und gebetet und hat nach einem Weg gesucht, wie er dort etwas tun kann für Gott. Und dann hat Gott ihm eine Tür geöffnet und er ist losgezogen und nach Jerusalem gekommen. Und was hat er gemacht? Er hat erst mal nichts erzählt, was er alles vorhat und was der König ihm alles für Möglichkeiten gegeben hat, die Stadt aufzubauen, sondern er hat erstmal die Stadtmauer untersucht, still und heimlich, ganz alleine. Also Mose fragt seinen Schwiegervater um Erlaubnis, nach Ägypten zu gehen. Und Jethro gibt ihm das Okay, die Erlaubnis. Er sagt, geh hin in Frieden. Das hatten wir schon am Ende vom ersten Buch Mose, als Josef, der zweite Mann im Reiche Ägypten, den Pharao gefragt hat, ob er seinen Vater in Kanaan beerdigen darf. Auch hier der Respekt vor dem, der über mir steht, der über mich gestellt ist. Und dann, wie schön, mit Frieden, mit einem Segen, einem Reisesegen ausgestattet gehen zu können, mit dem Shalom. Vers 19, und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem Leben trachteten. Komisch, Gott spricht nochmal mit Mose. Er hat doch ihm eine großartige Offenbarung geschenkt, im Dornbusch. Im brennenden Dornbusch ist er ihm begegnet, hat zu ihm lange gesprochen über alle Dinge, hat ihm doch gesagt, geh hin. Und Mose ist ja losgegangen und er hat seinen Schwiegervater gefragt. Aber anscheinend ist er immer noch nicht gegangen. Was hält ihn? Die Angst. Und so sagt Gott ganz gnädig und ja, so liebevoll, hab keine Angst, mein Kind. Du hast vor etwas Angst, davor musst du keine Angst haben. Manchmal haben unsere Ängste keine Begründung. Wir haben manchmal Angst im Dunkeln vor einem bösen Menschen, der sich da irgendwo versteckt hat, aber da ist gar keiner. Mose hatte Angst davor, dass diejenigen, die ihm nach dem Leben trachteten, 40 Jahre vorher, dass sie an der Grenze stehen und warten, bis er über die Grenze kommt und ihn dann schnappen und wusch, gleich ins Gefängnis und dann rüber ab. Und Gott sagt, hab keine Angst. Du brauchst nicht vor Dingen Angst haben, die gar nicht existent sind. Aber woher weiß ich das? So viele Dinge, die mir Angst machen, wo ich nicht genau weiß, gibt es das, gibt es das nicht? Im Moment sind so viele Nachrichten, schwirren so viele Nachrichten rum. So viele Verschwörungstheorien. So viele Leute, die einem sagen, davor musst du Angst haben. Da sind Leute, die irgendetwas Schlimmes vorhaben. Woher weiß ich das, ob das wahr ist oder nicht?
vertraue Gott. Das ist der Schlüssel gegen Angst. Gott vertrauen. Gott sagt zu dir, sagt zu mir, auch in dieser Zeit, fürchte dich nicht. Egal, was Menschen sich auch immer ausdenken mögen. Ich stehe da drüber. Ich bin in Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Lass dich nicht von der Angst bestimmen, sondern lass dich von der Stimme Gottes bestimmen, von der Zusage Gottes. Vertraue mir, mein Kind, und gehe diesen Weg, den ich dir zeige, zu dem ich dich berufen habe. Geh hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem Leben trachteten. Wunderbar, wie Gott Mose hier diese Zusage gibt und ihm die Angst nimmt. Dann nahm Mose seine Frau und seine Söhne mit sich, ließ sie auf dem Esel reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Das war das Zeichen. Gott hatte ihm drei Zeichen gegeben. Und alle diese drei Zeichen, oder zumindest das eine dieser Zeichen, war mit dem Stab verbunden. Und Gott hatte am Ende von der Erscheinung am Dornbusch gesagt, diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen. Damit sollst du die Zeichen tun. Das tritt auch dann immer wieder auf, wenn Mose diese Plagen über Ägypten kommen lässt. Immer wieder nimmt er den Stab in die Hand. Es ist kein Zauberstab, wie wir gesehen haben, sondern es ist sein Hirtenstab. Es ist der Stab Gottes, wie es hier heißt. Der Stab in seiner Hand wird zum Stab Gottes. Dieser einfache Stock, den er sich selbst zurechtgeschnitzt hat, er wird zum Werkzeug Gottes. Dieses einfache, dieses bisschen Materie, dieser unreine Sünder, Gott reinigt ihn und nimmt ihn als sein Werkzeug. Und wie schön, er lässt seine Frau und seine Kinder reiten. Er sagt nicht, ich bin der Mann, ich muss es am bequemsten haben, Frau und Kinder, ihr könnt hinterher dackeln. Nein, er nimmt die Anstrengung der Fußreise auf sich und lässt seine Frau und seine Kinder reiten. So soll es sein. Wie vorhin gesagt, Epheser 5. Christus, der sich selbst hingegeben hat, um seine Braut schön zu machen, um sie in das Wasser einlassen, nicht für sich, sondern für die Braut. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott Gott hat das so eingerichtet. Gott stellt uns Christus so stark als Vorbild vor Augen für die Ehe, weil wir so stolz sind, weil wir so egoistisch sind. Bei den Frauen ist es so, sie sind dazu gezwungen, dadurch, dass sie das Baby empfangen und in sich tragen, sie müssen Opfer bringen. Wir können losrennen und ein Kind machen und abhauen. Und es ist egal. Wir haben unseren Spaß und den Ärger und den Stress hat die Frau. Und deswegen ist es so in unserer Zeit, in unserer Welt, wie es ist. Die Frauen wollen das nicht mehr mit sich machen lassen. Die sagen, wir müssen uns wappnen, wir müssen uns gut ausbilden, wir müssen berufstätig sein, wir müssen abgesichert sein, damit wir nicht ins Loch fallen, wenn dieser Heini uns im Stich lässt. So ist es. Viele Jahrhunderte war es anders. Auf der Grundlage der Bibel wurde gesagt, ihr Frauen, ihr müsst euren Männern vertrauen. So schlecht gemacht haben,
Gute, das Richtige, wenn ein Mann für seine Frau sorgt, wenn ein Mann für seine Frau sich hingibt, wenn eine Frau sich im Vertrauen verlässt auch auf ihren Mann. Aber es ist schwer, weil wir Männer sind so schwach. Und sich auf einen schwachen, unvollkommenen Mann zu verlassen, ist eine große, große Prüfung für eine Frau. Aber wir sehen das hier auf eine sehr schöne Art und Weise, wie Mose nach Ägypten zieht, mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Er geht in den Auftrag Gottes hinein, mit seiner Familie. Seine Familie zieht mit ihm. Vers 21, und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, sodass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Nochmal spricht Gott auf dem Weg zu Mose. Diesmal ermahnend, aber auch erklärend. Erinnert ihn daran. Sieh hin. Du sollst die Wunder tun, die ich in deine Hand gelegt habe. Ich habe dich ausgerüstet. Du hast die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Du hast die Kraft empfangen. Geh hin, tu es, so wie ich es dir gesagt habe. Paulus sagt zu Timotheus, fache die Gnadengabe an, die dir gegeben worden ist, unter Auflegung der Hände der Ältestenschaft. Wenn du gesegnet worden bist, wenn du ermutigt worden bist, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann übe die Gaben aus, die Gott dir gegeben hat, durch den Geist. Auch wenn es nur eine kleine Gabe ist. Versteck es nicht. Paulus sagt, nur weil ich kein Fuß bin, oder nur weil ich keine Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Ich darf nicht predigen, ich würde es ja gerne, aber ich darf nicht. Oder ich kann es nicht. Aber du hast eine andere Aufgabe im Leib. Übe diese Aufgabe aus. Übe diese Gabe, die Gott dir gegeben hat, aus. Gott sagt zu Mose, wenn du hinziehst nach Ägypten, dann übe diese Gabe aus, die ich dir gegeben habe. Und vollbringe deinen Auftrag. Und das ist miteinander verbunden. Gabe und Aufgabe. Die Aufgabe kannst du ohne die Gabe nicht erfüllen. Die Gabe ist aber auch nicht als Selbstzweck gegeben. Einfach nur, damit du dich gut fühlst oder wertvoll oder dass du dich dadurch rühmen kannst und sagen kannst, ja, ich kann ja und ich mache ja. Ja. Am Ende wird es sogar so sein, dass viele kommen werden und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, geweissagt, großartige Gaben ausgeübt? Und Jesus sagt, tut mir leid, ich kenne euch nicht. Die Gabe ohne die Verbindung zum Herrn, die Unterordnung unter den Herrn, die Gabe auszuüben gemäß der Aufgabe und aus der Liebe, aus der Agape-Liebe heraus. Paulus sagt, auch wenn ich all diese Dinge tun würde und hätte die Liebe, die Agape-Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Wir sind auch als Christen immer noch viel zu sehr am Äußeren, bleiben am Äußeren hängen, sind beeindruckt durch Äußerlichkeiten.
anstatt tiefer zu schauen, was das eigentlich das Entscheidende ist. An der Liebe. An der Liebe werden sie mich erkennen. Dann werden sie euch erkennen. Also, Gott ermutigt und ermahnt Mose noch auf dem Weg noch einmal über diesen Auftrag aus. Und er bereitet ihn auch noch einmal vor auf die Schwierigkeit dieses Auftrags. Du sollst zum Pharao gehen. Du sollst die Wunder vor dem Pharao, vor dem höchsten König, vor dem größten Präsident der Erde, vor dem mächtigsten Mann, sollst du diese Wunder ausüben. Und ich will sein Herz verstocken. Was für eine komische Geschichte. Warum sagt Gott nicht, und ich will dir Erfolg geben. Du wirst Erfolg damit haben. Du wirst zum Pharao gehen, du wirst die Wunder tun und dann wird er dich ziehen lassen, weil er so beeindruckt ist von dir, von deiner Gabe, von deiner Vollmacht. Gott sagt nein. Ich will sein Herz verstocken. Oder hier steht, ich werde sein Herz verstocken. Das ist natürlich echt ein großes Thema. Dieses mit der Herzensverstockung. Ne? Was hat es damit auf sich? Wir werden das alles noch genau beobachten, wie das dann vor sich geht, in den Kapiteln 7 bis 10. Wie dieser Prozess stattfindet. Und dann werden wir tatsächlich auch sehen, dass es Gott hier nicht über etwas spricht, was er... Gott ist hier... Das ganze Thema der Prädestination, wisst ihr, das macht uns Not, das macht uns Probleme. Und ich glaube, dass wir es auch nicht so verstehen dürfen, wie es in mancher christlicher Lehre gelehrt wird. Gott ist kein böser, bösartiger Gott, der Menschen erschaffen hat zum Verderben für die Hölle. Das finde ich in der Bibel nicht. Ich sehe aber, dass Menschen sich der Liebe Gottes verweigern. Von Anfang an, Adam und Eva, sie haben sich abgewandt von der Liebe Gottes. Sie haben sich abgewandt von ihrem liebenden Vater. Sie haben der Schlange mehr geglaubt als Gott, der sie geschaffen hat. Anstatt mit ihren Zweifeln und Fragen zu Gott zu gehen und zu sagen, Vater, wir haben das und das gehört, ist das wahr? Und er gesagt hätte, nein, wie könnt ihr, ihr könnt doch nicht auf diese Schlange hören, das ist doch völliger Quatsch. Ihr kennt mich doch. Stattdessen sind sie dem Rat der Schlange gefolgt. Also von Anfang an haben wir uns abgewandt. Und Gottes Liebe besteht darin, er streckt sich aus nach Menschen, die ihn nicht haben wollen, die ihn ablehnen, die sich verhärten. Und es gibt einen Prozess der Verhärtung des Herzens bis zu dem Punkt, wo ein Herz so verhärtet ist, dass Gott sagt, okay. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Gott lässt uns an einer bestimmten Stelle los und er sagt, wenn du dein Verderben willst, wenn du nicht umkehren willst, wenn du nicht einsehen willst, wenn du dich so hart machst und so dicht machst, dass du nichts mehr hörst, nichts mehr siehst, dann, okay, ich lasse dir diesen Weg. Du musst ihn nicht gehen. Aber ich halte dich auch nicht auf. Wisst ihr, und das, dieser Moment, wo Gott tatsächlich loslässt, wo die Verhärtung ihren Lauf nimmt, wo er sogar sagt, ich
verhärte. Wo er vom Passiven zum Aktiven wird in diesem Prozess. Wo dieser Punkt ist, das weiß ich nicht. Wir sollten das nie austesten. Wir sollten das nie austesten. Weil es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und hier sehen wir den mächtigsten Mann der Erde. Es geht hier nicht um einen armen Sünder, der im Elend in Ägypten irgendwo auf der Straße liegt, einen Obdachlosen. Es geht hier um den König von Ägypten, den Unterdrücker, den Herrscher über Ägypten und den Unterdrücker des Volkes Gottes. Gott schickt Mose zu diesem Pharao und sagt Mose voraus, es ist ein Verhärtungsprozess und du wirst diesen Verhärtungsprozess miterleben. Dieser Verhärtungsprozess ist am Ende mein Wille. Ich tue hier, was ich mir vorgenommen habe. Ich werde dich zum Pharao senden und bei ihm anklopfen, aber er wird nicht öffnen. Und dann wird es der ganze Verlauf so sein, dass ich ihn noch härter mache, um zu zeigen, dass selbst die härteste Macht, die größte Macht auf Erden, der größte König, der mächtigste Herrscher, mit der härtesten Kraft und Macht, die er aufbringen kann, mir nicht widerstehen kann. Und damit sagt Gott zu Mose, selbst wo der Pharao so ein mächtiger Mann ist und sich so hart macht, er wird trotzdem das Volk ziehen lassen müssen. Er wird nicht siegen. Ich bin stärker. Obwohl er so stark ist, obwohl er sich so fest und hart gemacht hat. Und das Interessante ist, diese Worte, die hier oft mit verhärten oder verstocken übersetzt werden, bedeuten, also es gibt verschiedene Worte, die Worte, die für Gott, von Gottes Seite aus gesagt werden, bedeuten eigentlich stark machen. Sie werden auch im Positiven eingesetzt, dieses Wort wird auch positiv eingesetzt, im Sinne von ermutigen, Mut geben, festigen, verhärten. Also Gott wird an einem bestimmten Punkt sagen zum Pharao, okay, du willst der harte Mann sein, der gegen mich besteht, dann mach mal. Jawohl, Pharao, weiter so. Das ist die Verhärtung, die geschieht. Gott feuert ihn darin sozusagen noch an. Es gibt ein anderes Verb, was hauptsächlich verwendet wird aus der Perspektive Pharaos. Denn im 1. Mose 7 wird dann zu Anfang immer gesagt, dass der Pharao sein Herz verhärtete. Und da steht ein anderes Wort, was so ein bisschen andere Bedeutungsrahmen hat. Das bedeutet schwer machen, sich blind, dumm, dumpf machen, unempfänglich machen, unempfindlich machen. Das ist diese Seite der Verhärtung. Ich mache mich taub. Ich mache mich blind. Ich mache mich unempfänglich für die Signale Gottes in mein Leben hinein. Wir lesen noch mal weiter in Vers 22. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Das ist eins der ersten Male, wo das so
so ausdrücklich gesagt wird, wie wir es später auch öfter bei den Propheten hören. Und dieses Wort, das wird ja gerne benutzt, auch von manchmal von Menschen, die so empfinden, sie müssten zum Ausdruck bringen, wie vollmächtig sie sind und wie geisterfüllt und wie großartig ihre Prophetie ist. Und dann stehen sie auf und sagen, so spricht der Herr. Und damit wollen sie ihren Worten besonderes Gewicht geben. Es bedeutet einfach nur, ich bin ein Botschafter. Es ist eigentlich ein Ausdruck der Demut. Ich sage hier nicht meine Meinung. Ich gebe etwas weiter, was Gott mir gesagt hat. Gott hat hier etwas zu sagen in dieser Situation. Er sagt, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Dieses Volk ist mein erstgeborener Sohn. Diese Bedeutung hat dieses Volk für mich. Und Gott sagt später durch Mose zum Volk, wisst ihr, Gott hat euch nicht erwählt, weil ihr so groß seid oder so stark. Es ist seine Liebe. Es kommt aus ihm heraus. Es kommt nicht aus dem Volk heraus. Er hat Abraham gerufen und es steht nichts davon, warum. Es steht nicht da, dass Abraham ein gottesfürchtiger Mann war. Nein, es steht da, dass er Abraham berufen hat. Sein Vater war ein Götzenanbeter. Er selbst war es wahrscheinlich auch. Woher sollte er auch Gott kennen, wenn sein Vater ihn nicht gekannt hat? Da war nichts. Er hat ihn gerufen. Und er hat seine Liebe diesem Volk zugewandt und hat gesagt, dies ist mein erstgeborener Sohn. Und damit haben wir auch Probleme, ne? Wenn jemand anders erwählt ist als ich. Ich bin's nicht, sondern mein Nachbar. Dieses kleine Völklein, das ist nun das erwählte Volk. Oh, da haben wir unsere Not mit. Gott hat sich ein Volk erwählt und nennt es seinen erstgeborenen Sohn. Und sagt, ich habe Verfügungsrecht über diesen Sohn. Es ist mein Sohn, er gehört mir. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und das ist es. Der Sohn dient dem Vater. So wie Mose seinem Schwiegervater gedient hat. So wie Jesus seinem Vater gedient hat. So soll das Volk Israel seinem Vater dienen. Und hier ist eins der ersten Momente, wo Gott sich als Vater offenbart. Sagt, ich bin dein Vater. Lass dieses Volk los, dass es in diese wunderbare Beziehung mit mir hineinkommt. Wisst ihr, hier soll Mose auftreten. Es ist hat eine geistliche Bedeutung. Der Fürst dieser Welt hält das Volk Gottes gefangen und unterdrückt es und lässt es, saugt es aus, unterdrückt es. Ihr sollt mir dienen, sagt der Pharao. Aber Gott sagt, nein, lass dieses Volk gehen, lass es frei, es soll mir dienen. Denn ich bin ihr Vater und sie sind meine Kinder. Das ist ein ganz anderes Dienstverhältnis. Gott ruft uns in die Freiheit. Jeden Menschen ruft er in die Freiheit hinein, in die Freiheit der Kinder Gottes, heraus aus der Sklaverei, der Finsternis dieser Welt. Er hat uns freigekauft, wodurch? Durch sein Blut, was er vergossen hat. Freigekauft aus der Sklaverei. Wie wunderbar. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und hier sehen wir die letzte Plage, auf die alles zuläuft am Ende. Und wir verstehen, warum diese Plage. Gott sagt, du wirst es spüren, wenn du dein Herz hart machst und mir meinen erstgeborenen Sohn nicht in die Freiheit gibst,
wirst du deinen erstgeborenen Sohn verlieren. So wie das Blut, was ausgegossen wird auf das Wasser des Nils, was ausgegossen wird auf die Erde, zu Blut wird, weil Blut vergossen wurde in diesem Fluss. Alles sehr bedeutsame Zeichen, die Mose tun wird. Und es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Oh, krasse Geschichte. Es geschah auf dem Weg in der Herberge, da trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn töten. Mose! Wie kann das denn sein? Gott hat ihn noch berufen, Gott hat ihn ermutigt, Gott hat ihn geschickt. Gott hat ihm die Worte in den Mund gelegt, die er sagen soll. Er hat seine Verheißung wahrgemacht, er hat gesagt, ich werde dir sagen, was du sagen sollst. Hier hat er ihm gesagt, was er sagen soll. Und jetzt will er ihn umbringen? Warum? Sehr merkwürdige Geschichte. Kurz und deswegen so rätselhaft. Da nahm Zippora, seine Frau, einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab, berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Sehr rätselhafte Verse. Eine Sache ist aber, denke ich, klar. Mose war Gott nicht gehorsam. Er hatte seinen Sohn nicht beschnitten. Einen seiner Söhne oder beide. Hier wird von einem Sohn gesprochen. Er hat den Bund ungültig gemacht. Was sollte mit jemandem getan werden, der nicht beschnitten war an seiner Frau? Der sollte getötet werden. Das hat Gott Abraham gesagt. Sollte ausgerottet werden aus seinem Volk. Gott zieht aber nicht den unbeschnittenen Sohn zur Verantwortung, sondern den Vater, der es nicht getan hat. Der den Bund gebrochen hat. Wenn Mose jetzt solch einen großen Auftrag hat, so einen großen Auftrag, dem Pharao die Stirn zu bieten, Gericht über Pharao und Ägypten zu bringen, das Volk Gottes herauszuführen, Leiter und Führer dieses Volkes zu sein, da muss sein eigenes Leben in Ordnung sein. Und so demütig Mose war, so fehlte ihm doch an vielen Ecken und Enden etwas. Und das war eine wesentliche Sache. Da hat Gott gesagt, stopp, wenn du das nicht in Ordnung bringst, bevor du nach Ägypten gehst, dann ist dein Auftrag hier zu Ende. Und das Krasse ist, dass Mose in einem Zustand war, wo er das selber nicht in Ordnung bringen konnte. Er brauchte seine Hilfe. Die Hilfe, die Gott ihm zur Seite gegeben hat. Wie gut, dass sie mit war. Er wird sie später zurücksenden nach Midian. Wir wissen nicht genau wann und warum, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass es im Zusammenhang steht mit den ganzen Herausforderungen, die der Dienst dann mit sich gebracht hat, dass er dann doch irgendwann gedacht oder gemerkt hat, es ist besser, wenn Zippora und die Jungs in Midian bleiben, während das hier alles passiert. Aber hier ist es so unheimlich wichtig, dass sie da ist und dass sie diesen Dienst ausübt an den Kindern. Der Vater versagt an seinen Kindern. Der Vater hat sie nicht in den Bund hineingeführt mit Gott. Die Mutter muss es tun. Und sie rettet damit ihrem Mann das Leben und sie rettet ihre ganze Familie. Und dann sagt sie, wahrhaftig, du bist mir ein Blutbräutigam. Und das wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Manche legen das aus, als ob das hier so ein Vorwurf ist. Es gibt aber auch andere Ausleger, die das als eine positive Aussage deuten. Es bleibt ein Stück rätselhaft.
Es war auf jeden Fall eine blutige Angelegenheit. Und es war eine harte Angelegenheit für Zipporah. Es war bestimmt nicht einfach, diese schwierige Operation durchzuführen. Aber sie hat es getan und hat damit Mose und die ganze Familie gerettet und im Endeffekt auch das Volk Gottes. Wenn Zipporah das nicht getan hätte, wären sie weiter in Sklaverei geblieben. Insofern ist es so wichtig, dass jeder seine Aufgabe erfüllt im Reich Gottes. Zipporah ist nicht die Prophetin, die das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt hat, aber sie hatte eine wichtige Aufgabe als Ehefrau, ihrem Mann beizuspringen in seiner größten Schwäche, in dem größten Kampf, in dem er war. Das wissen wir nicht. Warum sie das, woher sie das wusste, worum es hier geht, wissen wir nicht. Aber es scheint, also es ist, macht ja alles deutlich, dass es so war, dass es darum ging. Weil dann ließ der Todesengel ab von Mose. Und der Herr sprach zu Aaron: Geh Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Also Gott hat auch zu Aaron gesprochen. Und er sagt: Geh zu Mose in die Wüste. Und er trifft Mose und freut sich. Er hat ihn 40 Jahre nicht gesehen. Und Mose teilte Aaron alle Worte des Herrn mit. Ich habe jetzt gerade vor kurzem, jetzt am Wochenende, wir haben Verwandte in Amerika. Und die waren, also eine dieser entfernten Cousinen hat uns da mal besucht in Deutschland bei uns zu Hause. Da war ich ein Teenie, ne, 14 Jahre oder so. 1987 oder so war sie auf Europareise und dann kam sie da vorbei. So eine, weiß ich nicht, 8 Jahre älter, ne? Ich als Jugendlicher, ne, Junge, die nette Amerikanerin kommt zu Besuch, die entfernte Verwandte. Dann haben wir 3 Jahre später, haben wir die Familie in Amerika besucht mit meinen Eltern und dann war sie verheiratet und jetzt habe ich sie nach 30 Jahren, ne, Mein Vater hat irgendwie Skype und er kann aber so schlecht Englisch und deswegen, aber dann wollte er das mal versuchen, dass wir mal skypen und dann haben wir geskypt und dann sehe ich sie sozusagen da vor mir, 30 Jahre älter. Ich denke, boah, die ist ja echt schon alt geworden. Aber ich meine, ich sehe mich ja selber nicht, also wenn ich mich sehe, von damals und heute, dann würde ich auch sagen, Mensch, was ist das jetzt für ein alter Knacker hier? Also Aaron hat Mose 40 Jahre nicht gesehen, die sind alte Knacker geworden. Ne? Aber trotzdem ist das so eine Freude, wenn man Menschen dann so nach so langer Zeit dann wieder sieht, wieder spricht. Und hier sind es Brüder, ne, die miteinander aufgewachsen sind, die miteinander, zumindest zeitweise. Und Mose teilte Aaron alle Worte des Herrn mit, der ihn gesandt und all die Zeichen, die er ihm aufgetragen hatte. Aaron wird eingeweiht in das Ganze. Mose teilt mit Aaron das Herz. Alles, was Gott ihm gesagt hat, gibt er an ihn weiter. Das ist so schön, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind und miteinander teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Und sie sich gegenseitig ermutigen und unterstützen. Da gingen Mose und Aaron hin. Sie gingen gemeinsam. Und das war ja die Ermutigung, die Gott Mose gegeben hat. Hier, dein Bruder Aaron geht mit dir. Na? Und er hat aber auch eine klare Ordnung gegeben. Er hat gesagt, Mose, du bist derjenige, den ich eingesetzt habe für diesen Dienst. Aaron soll dir zur Seite stehen. Er soll dein Sprachrohr sein. Sie gingen also hin und versammelten alle Ältesten der Söhne Israel. Und Aaron redete zu ihnen alle Worte, die der Herr zu Mose geredet hatte und tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Interessant, dass Aaron hier die Zeichen tut. Merkwürdig, interessant. Wir werden auch später sehen, dass wenn diese Plagen kommen, dass auch Aaron aktiv darin beteiligt ist.
Gott hat ihn also mit hineingenommen in diesen Dienst. Und hier bestätigt sich das, was Gott vorausgesagt hatte. In Kapitel 3 hatte er gesagt, Vers 16, geh hin, versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen und so weiter. Und Moment, wo steht es? Ich habe es vergessen. Wo steht es denn? Da, Vers 18. Und sie werden auf deine Stimme hören. Also, beim Volk Israel wird es keinen Widerstand geben. Und so wie es Gott vorausgesagt hatte, so passiert es auch. Vers 31. Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da verneigten sie sich und beteten an. Und Geschwister, das lass uns doch jetzt gleich nochmal machen. Lass uns doch, wie das Volk Israel, uns neigen vor Gott und ihn anbeten dafür, dass er unser Elend gesehen hat und uns heimgesucht, besucht hat, uns gerettet hat, dass er gekommen ist in diese finstere Welt, unser finsteres Leben geteilt hat, unser schmerzvolles Leben geteilt hat, unsere Sünde ertragen hat, unsere Sünde auf sich genommen hat, unsere Sünde hinweggenommen hat. Lass uns ihn anbeten, dass er unser Retter ist. Er ist unser Retter und wird immer unser Retter sein. Das ist sein Name, Jesus, Jahwe, der uns rettet. Lass uns ihn anbeten.